Hallo Leute, mein Name ist Inka Grings. Ich stelle mich kurz vor, ich bin ehemalige Nationalspielerin Fußball, bin jetzt Trainerin, habe den Fußballlehrer und mache jetzt mit euch das, was ich am liebsten mache, nämlich mit Menschen zu trainieren, zusammen Spaß zu haben, zusammen aber auch ein bisschen zu schwitzen. Und ich glaube, in der Corona-Zeit ist es umso wichtiger, einfach auch das Gefühl zu haben, ein bisschen was zu tun. Weil letztendlich ist es das, was ich auch immer meinen Spielern und Spielerinnen sage, ist, Teller können wir präsentieren, essen muss man noch alleine. Also muss man noch ein bisschen was dafür tun. Und mir liegt es nahe, wirklich ein bisschen mit euch Spaß zu haben, auch ein bisschen anzuschwitzen, nicht nur zu quatschen, sondern einfach auch dabei was zu tun, gutes Gefühl zu haben. Und da würde ich einfach sagen, ich bin jetzt nicht der große Redner, lass uns starten, aber vorweg, immer das Wichtigste, ihr sollt Spaß daran haben, okay, nicht das Gefühl haben, irgendwie gezwungen zu werden, weil ich weiß dann aus eigener Erfahrung, da macht man es nicht richtig und das ist jetzt einfach hier ein bisschen mit mir zu trainieren, einfach das Gefühl zu haben, ich bin bei euch, weil ich habe das Gefühl, ich schaue in die Kamera und stelle mir einfach vor, dass ganz, ganz viele Köpfe da jetzt gerade sind und ein bisschen Bock haben, was zu tun. Geht ein bisschen an eure Grenzen. Jetzt sind wir schon mal umgezogen, jetzt haben wir schon mal die Matte da hinten liegen, also können wir auch was tun. Das ist mein Motto. Entweder ich mach's oder ich mach's nicht, ganz oder gar nicht. Ansonsten geht spazieren, chillt, aber wenn ihr hier seid bei mir, dann lasst uns ein bisschen was zusammen machen. Das ist alles nicht viel, das ist alles auch nicht dramatisch, aber schon effektiv, weil das soll es auch sein. Und deshalb erkläre ich euch einfach mal kurz, wie es geht, beziehungsweise was wir machen. Aber immer mit der Voraussetzung, dass ihr das könnt. Wenn ihr die Übung nicht könnt, nicht versteht, dann lasst sie weg, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man die falsch macht und dadurch vielleicht irgendwie Probleme oder Schmerzen bekommt. Das möchte ich nicht, das möchtet ihr nicht. Und deshalb versuche ich die schon bestmöglich zu erklären und auch immer wieder auch Varianten zu geben für Einsteiger oder für die, die schon ein bisschen weiter sind. Weil das Gute an Übungen ist wirklich, Leute, wenn ich es ein paar Mal gemacht habe, die ersten Male tun weh vielleicht. Die ersten Male werden anstrengend sein. Die ersten Male hat man vielleicht das Gefühl, man macht die falsch oder irgendwie nicht richtig oder was auch immer. Aber wenn ich es ein paar Mal mache, das ist das Schöne eigentlich am Ausdauer oder auch am Krafttraining an für sich, du merkst, dass es besser wird und ja, dann macht es auch einfach mehr Spaß und wir fühlen uns besser. Das ist normal. Wenn ich ein bisschen was tue, wenn ich ein bisschen was für meinen Körper mache, dann habe ich ein gutes Gefühl. Dann schmeckt das Essen danach, dann schmeckt vielleicht auch mal ein Schluck Wein oder Bier. Aber man hat einfach das Gefühl, man hat was getan, weil der Körper dankt das einfach. Und deshalb würde ich sagen, lass uns anfangen, genug erzählt und wir starten. So, wir starten mit dem ersten Block und ich habe schon gesagt, Blöcke machen wir. So arbeite ich, wenn wir das über Zoom oder über Videos machen. Und zwar folgendermaßen, schaut mal, das ist so eine Trainingskarte von mir. Meine Sauklaue könnt ihr bestimmt nicht erkennen, aber was ihr erkennt, sind 4 Blöcke. Und in den 4 Blöcken sind immer nur 2 Übungen, okay? Damit wir auch nicht das zu kompliziert machen, sollen nochmal auch immer auch ein bisschen Spaß dabei sein, ein bisschen Abwechslung. Und in jedem Block machen wir, wie gesagt, 2 Übungen. Übung 1, dann 20 Sekunden Pause. Übung 2, dann 20 Sekunden Pause. Dann wieder Übung 1, 20 Sekunden Pause. Und dann nochmal Übung 2 und dann 2 Minuten Pause. In der Pause, die könnt ihr selber gestalten. Ob ihr die 2 Minuten macht, ob ihr die 5 Minuten macht. Wichtig ist, dass ihr euch gut fühlt, dass ihr euch ausgeruht fühlt und dass ihr dann auch bereit seid, den nächsten Block wirklich auch versucht, wieder 100% zu machen, okay? Immer dabei trinken, auch wichtig, muss ich euch nicht sagen. Sorry, ich bin Trainerin, ich achte immer auf alles, aber ich wollte es mal gesagt haben. Also, wie gesagt, lasst uns anfangen. Der letzte Block, der rote, den markiere ich immer für mich rot, weil das für meine Psyche immer einfach wichtig ist, dass ich weiß, okay, der letzte Block, da kann ich Gas geben. Da versuche ich nochmal alles. Übungen werden euch leichter fallen, andere findet ihr doof, aber das ist auch normal. Probiert's, okay? Mehr kann ich euch dazu nicht raten. Habt ein bisschen Spaß. Ich freue mich jetzt, dass es losgeht. Also, wir starten. So. Bei aller Liebe, bei jeglichem Training, das ist das, was wir Fußballer eigentlich immer doof finden, aber es gehört dazu, das Warm-up. Okay, also wir starten mit einem einfachen Warm-up, um einfach auch ein bisschen
Gefühl zu bekommen, warm zu werden. Okay, das wird nicht lange gehen, aber so, dass wir einfach uns ein bisschen aktivieren, bevor wir dann auch wirklich ins Training gehen. Also, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einem ganz normalen Gehen. Einfach gehen, nimmt die Arme mit, schwingt sie vielleicht mal ein bisschen oder mal ein bisschen auslockern. Wir sind alleine, wir sind hier im Wohnzimmer, also könnte ein bisschen Panne aussehen. Aber wichtig ist immer ein bisschen dabei Spaß haben. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen schneller, das heißt auch mal ein bisschen deutlicher die Knie hoch, was wir draußen nicht machen würden, was vielleicht heute wie so ein bisschen bei der Bundeswehr aussieht. Fühlen wir uns vielleicht wie kleine Soldatinnen. Auch gut, also auf geht's, Knie hoch. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, kurz lockern. Bisschen auch die Schultern lockern, weil wir natürlich die Arme und den Schulter- und den Brustbereich auch immer wieder mit reinnehmen. Okay, dann gehen wir mal ganz locker ins Joggen. Alles ganz locker, easy, wie gesagt. Körper soll warm werden, dürfen auch anfangen ein bisschen zu schwitzen. Auch wenn man es nicht mag, ich finde es super, weil dann habe ich immer ein gutes Gefühl. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt immer mal ein bisschen schneller ins Joggen, okay, also jetzt keinen großen Sprint, aber auf 3, 2, 1, mal ganz kurz, 3, 4, 5 Schritte schneller und dann wieder locker. Also mir wird warm, ich hoffe, ihr euch auch. Und nochmal, komm, 3, 4, 5 Schritte schneller und dann wieder locker. Okay, super, nochmal kurz auslockern. Jetzt schwingen wir mal die Arme ein bisschen hoch und nach hinten, wirklich deutlich, so wie es geht. Wie gut es geht. Das gleiche mal nach vorne und nach hinten. Auch da immer die Arme variieren. Mal links oben, mal rechts oben. Okay, und nochmal. Kennt ihr die Arme kreisen? Okay, und mal rückwärts. Okay, das sollte es sein. Kurze Pause, trinkt nochmal kurz was und dann starten wir. Okay, Leute, wir starten mit dem ersten Block. Erster Block ist folgendermaßen, dass wir die Arme versuchen, 90 Grad wirklich die Arme gestreckt halten und jetzt ganz einfach kreisen. Okay, wenn ich mich gut fühle, kann ich höhere Kreise machen. Wenn ich mich noch nicht so wohl fühle, mache ich kleine Kreise. 20 Sekunden machen wir die Übung aktiv, also schön arbeiten. Nach 10 Sekunden sage ich an, wechseln wir rückwärts, okay? Entweder kleine Kreise, wichtig, versucht die Arme gestreckt zu lassen. Glaubt mir, irgendwann werden sie schwer und müde. Dann machen wir es richtig. Oder aber große Kreise, okay? Das ist die erste Übung. Die zweite Übung wird sein, wir machen was für den Bizeps, damit wir auch da gleichzeitig auf der einen Seite für den Bizeps hier und hinten kennen wir bekannterweise Winkeärmchen, dass wir da ein bisschen was tun. Wir fangen an mit dem linken Arm. Ziel ist es, die linke Hand soll das Gesicht berühren, okay? Mit der rechten Hand versuchen wir, das zu verhindern. Also wirklich versuchen, mit der linken Hand die Hand wirklich das Gesicht zu berühren und mit der rechten Hand versuchen wir, den Arm runterzudrücken. Das merkt ihr dann hier, rechte Seite auf jeden Fall über außen, dass wir da ein bisschen Anspannung haben und hier gleichzeitig den Bizeps, okay? 20 Sekunden und dann machen wir Pause, dann kreisen wir wieder mit den Armen und dann gehen wir auf die rechte Seite. Okay? Also, wir starten. 20 Sekunden. Ich habe hier meine Stoppuhr, damit wir auch gar nicht zu viel machen, weil das ist ja auch immer wichtig. Beziehungsweise nehme ich jetzt hier mein iPad. Da habe ich hier so ein kleines Programm. Schaut mal, damit ihr auch seht, dass ich euch nicht bescheiße, dass wir 20 Sekunden arbeiten, 20 Sekunden Pause. Okay? Ich lege das mal hier auf den Boden. Wir machen uns startklar und dann würde ich sagen, lass mal's rocken. Erster Block, Arme kreisen, geht schon mal in die Position. Ich drücke auf Start. Auf geht's. 20 Sekunden. Schön die Arme gestreckt lassen. 5 Sekunden haben wir schon. Und wir wechseln die Richtung. Sehr gut. Super. Und komm. 5 Sekunden noch. Schön nochmal kreisen. 2, 1. Pause, sehr gut. Kurz erholen und jetzt machen wir für den Bizeps den linken Arm. Okay, gut. Die Pause nehmen wir mit, 10 Sekunden noch. Langsam fertig machen in 5 Sekunden. 3, 2, 1, auf geht's. So fest
pusht euch, fordert euch, versucht mit dem linken Arm, mit der linken Hand das Gesicht zu berühren, rechts versucht das zu verhindern. Wenn ihr zittert, ist das völlig normal, ist es ein gutes Zeichen, dass ich alles anspanne. Also komm, 5 Sekunden noch. 3, 2, 1, super, Pause. Und jetzt gleich gehen wir nochmal ins Kreisen, dass wir da nochmal die Arme und Schultern beanspruchen. Okay, langsam fertig machen. In 3, 2, 1, auf geht's. Jawohl, schön kreisen, die Arme gestreckt lassen, schön die Schultern beanspruchen. Auch mal schön höhere Kreise machen. Super, Halbzeit, wir wechseln. Richtung, wir fliegen nach hinten. Jawohl, das ist gut. Auf geht's. 3, 2, 1, Pause. Super. Letzte Runde, machen das Gleiche mit dem rechten Arm, dann haben wir den ersten Block schon geschafft. Super. 10 Sekunden noch, nochmal ein bisschen ausschütteln. Langsam fertig machen. In 3, 2, 1, auf geht's. Drück nochmal, komm. Versucht nochmal, rechte Hand versucht das Gesicht zu berühren, linke Hand verhindert das, so fest es geht. 10 Sekunden haben wir. Jawohl, komm. Richtig drücken. Oh, bei mir zittert's. Komm. 5, 4, 3, 2, 1, Pause. 2 Minuten, wir sehen uns. Okay, Leute, da sind wir wieder. Zweiter Block. Folgendermaßen. Jetzt arbeiten wir ein bisschen für die Beine. Und zwar, erste Runde, wir bleiben auf dem rechten Bein stehen. Oh, ich habe auch schon Probleme. Wir bleiben auf dem rechten Bein stehen. Das ist die Übung. Wenn ich mich unsicher fühle, bleibe ich einfach nur 20 Sekunden so stehen. Wichtig ist, versuchen, den Oberkörper gerade zu halten, dass ich stabil bin. Wenn ich merke, ich fühle mich sicher, ich fühle mich gut, hoppala, dann gehe ich runter. Ein bisschen in die Knie und wieder hoch. Wenn ich mich ganz gut fühle, gehe ich ganz weit runter und wieder hoch. Das, Leute, entscheidet, wie ihr es wollt. Wichtig ist, dass ich einfach stehen bleibe. Okay? Das ist das Ziel. Zweite Übung sind Squats. Sollten vielleicht einige kennen. Mache ich einmal vor, frontal zu euch. Ein bisschen die Beine, ein bisschen breiter als Hüftbreite. Die Arme neben dem Körper. Und wenn ich runtergehe, nehme ich die Arme nach vorne. Okay, warum? Damit der Rücken gerade bleibt. Ich zeige es mal von der Seite, das ist ein bisschen einfacher. Bleiben seitlich stehen, Arme nebendran. Und wenn ich runtergehe, nehme ich gleichzeitig die Arme nach vorne, richtig schön in Puppe runter, als wenn ich mich hinsetze und wieder hoch. Okay, Tempo und wie viele, das entscheidet ihr. Wenn ihr euch gut fühlt, gebt Gas, weil ihr tut es für euch. Wenn ihr eher erstmal ein bisschen Sicherheit braucht, dann macht es langsam. Das sind die beiden Übungen. Also erste Runde mit dem rechten Bein nur stehen oder ein bisschen runtergehen. Die Squats und dann natürlich linke Bein. Und dann nochmal Squats, fertig. Easy, oder? Also wieder 20 Sekunden. Wir geben Gas, konzentriert euch. Wir starten mit dem rechten Bein, Einbeinstand. Und ich gehe jetzt runter auf meinen Timer und drücke drauf. Macht euch parat, wir legen los. Auf geht's. Dem rechten Bein stehen, schön Balance finden, Körper, Gleichgewicht. Ich fühle mich relativ gut, klar, aber auch nicht immer. Wir haben schon geschafft in 4, 3, 2, 1, Pause. Super. Kurz Beine lockern, weil die zweite Runde, gerade auch nach den Squats, könnten mal ein bisschen wehtun. Aber hey, entweder oder, oder? Also, fertig machen, langsam zu den Squats gehen. In 5, 4, 3, 2, 1, auf geht's. Bestimmt euer Tempo, konzentriert euch, dass ihr wirklich die Arme gestreckt nach vorne. Ich gehe mal seitlich, damit man ein gutes Gefühl bekommt. 10 Sekunden noch, immer wieder hoch und runter. Tun wir was für unseren Popo, damit er knackig wird. 3, 2, 1, super. Kurz erholen. Und jetzt gleich das Gleiche mit dem linken Bein. Hoi, mir wird warm. Ich hoffe, euch auch. Aber es macht Spaß. Okay. Langsam fertig machen. In 5, 4, 3, 2, 1, auf geht's. Komm, linken Bein stehen. Nimmt die Arme so zur Hilfe, zum Ausgleich.
Oder wenn ihr euch noch gar nicht sicher fühlt, haltet euch irgendwo fest, scheißegal. Wichtig ist, ein gutes Gefühl zu bekommen, Stabilität, damit ihr, hoppala, guck mal, ausweichen kann oder mal runtergehen kann, je nachdem, wie gut ich mich fühle. 3, 2, 1, Pause. Sehr gut. Nochmal ausschütten. Letzte Runde Squats und dann haben wir den zweiten Block schon. Also, für mich fliegt die Zeit, ich hoffe für euch auch ein bisschen, aber mir wird warm. Okay. Ich liebe Squats. Das sind die besten Übungen für Popo, für Beine. Fertig machen, Ladies. 3, 2, 1, auf geht's. Jeder für sich. Ein gutes Tempo finden. Vielleicht als Ziel immer nehmen. Einem mehr als beim ersten Mal. Dann bin ich richtig. Gut, kommt Leute. Hälfte haben wir. 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Super. Kurze Pause, erholt euch. Okay, starten wir. Dritter Block. Bald geschafft. Jetzt gehen wir ein bisschen in den Bauch und auch nochmal in den Ganzkörperbereich. Dazu gehen wir runter, setzen uns hin. Sit-ups. Ganz bekannt. Kennen wir alle. Folgendermaßen, wir machen die natürlich auch ein bisschen rückenschonend. Finde ich auch super effektiv. Und zwar ist das die erste Übung. Wir legen uns komplett hin, lassen die Beine auch auf dem Boden. Und jetzt versuchen wir einfach nur, die Schultern und den Kopf ein bisschen hochzuheben, dass wir hochkommen und wieder runter. Hochkommen und runter. Okay, das ist die erste Übung. Die zweite Übung ist ein bisschen gemein, aber wir sind ja nicht zum Spaß hier, oder? Wir machen Planks. Versucht es und zwar sehen die folgendermaßen aus. Grundlegend sind Planks, dass ich jetzt diese Position habe und einfach hochkomme und das halte. Okay, wenn das zu schwierig ist oder ich mich irgendwann zu müde fühle, schaut mal auf meine Beine, kann ich auf die Knie gehen. Dann habe ich immer noch die Belastung auf den Oberkörper und Anstrengung. Wenn ich gar nicht mehr kann, Leute, ja, dann lege ich mich hin und mache Pause. Also wie gesagt, kein Zwang, aber einfach immer versuchen oder mal versuchen, kurz zu halten, dann auf die Knie gehen und vielleicht nochmal zu halten. Fordert euch selber, probiert es, strengt euch an. Was geht, was nicht, das nicht. Ganz einfach, so ist das. Also, ich würde sagen, wir starten mit den Sit-Ups. 20 Sekunden, macht euch fertig, Zeit läuft, auf geht's, komm. Zusammen was für den Bauch tun, weil wenn ich schon auch für den Oberkörper gehe, gehört der Bauch dazu. Jawohl, super. 10 Sekunden, Hälfte haben wir schon, ruckzuck. 4, 3, 2, 1, Pause, super. Kurz erholen, kurz ausruhen, vielleicht schon ganz gemütlich auf die Position gehen, dass ich nicht so lange warten muss gleich. Es geht los. In 4, 3, 2, 1, auf geht's. Und versucht mal. Versucht zu halten. Diese Übung ist super. Da hast du alles drin. Da hast du die Schultern, den Bauch, den Rücken, den Po. Und das merkt man auch. 10 Sekunden haben wir. Jawohl, versucht zu beißen, komm. 3, 2, 1, super, Pause. Kurz erholen, schon mal gemütlich auf den Rücken legen. Mir wird warm. Okay, langsam fertig machen. 5 Sekunden noch. 4, 3, 2, 1, auf geht's, Leute. Komm, nochmal für den Bauch, kontrolliert. Beine bleiben am Boden, immer wieder nur Schultern und Kopf kurz abheben und wieder zurücklegen. Hälfte haben wir schon, super, kommt. Jawohl. 3, 2, 1, Pause, super. Letzte Pause, letzte Planks und dann kommt schon der letzte Block. Hey, ihr seid super, macht Spaß. 10 Sekunden noch bis zu den Planks. In 4, 3, 2, 1 und kommt Leute, nochmal versuchen, alles raushauen, alles geben, 5 Sekunden haben wir, super, 10 Sekunden noch, ich gehe runter, ich kann nicht mehr, jawohl, 5, 4, 3, 2, 1, perfekt, Pause, erholt euch, trinkt was.
Okay, sehr gut. Letzter Block und wir gehen nochmal auf den Boden. Wir gehen jetzt nochmal für den hinteren Bereich und für den Popo, immer wieder wichtig. Und zwar folgendermaßen, ich zeige euch die Übungen. Wir gehen in die erste Übung, die nennt sich Brücke, ist eigentlich für den kompletten hinteren Bereich, auch für den Rücken, also auch wieder wichtig. Und zwar gehen wir in diese Position, wir legen uns hin, wir arbeiten jetzt eigentlich nur im unteren Bereich. Das heißt, wir gehen hoch und versuchen hier nochmal hoch zu drücken, kurz zu halten und wieder runter. Und dann gehen wir wieder hoch. Wichtig ist, dass ihr die Füße auf dem Boden lasst, dass die nicht mit hochgehen, dass wir die irgendwie verändern, sondern dass die wirklich stabil auf dem Boden bleiben. Hände könnt ihr nebendran auch in den Boden drücken. Und dann gehen wir nur immer hoch und runter. Okay, das ist die erste Übung. Ihr wisst, der letzte Block rot ist immer ein bisschen anstrengend, also bleiben wir in der Position, gehen wieder hoch und wir halten hier oben. 20 Sekunden. Also die wird knackig, aber die wird super. Also macht euch fertig. Ich stelle ein, 20 Sekunden in die Brücke, immer wieder hoch und runter, konzentriert euch, Zeit läuft, ab jetzt, auf geht's, Ladies, komm, letzter Block, kurz hochdrücken und langsam wieder runter. Und wieder hoch, nochmal einen Tick hochdrücken und wieder runter. Hey, 10 Sekunden haben wir schon, super, komm, schön hochdrücken, runter. 4, 3, 2, 1, Pause, super. Legt die Beine hin, ruht euch aus, nochmal ausschütteln. Gleiches Spiel, gleiche Position, nur dass wir oben halten. Versucht wirklich auch nicht mit dem Popo runterzukommen, versucht zu arbeiten. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, auf geht's, Ladies, komm. Versucht oben zu halten, nur zu halten. Wenn ich es nicht mehr kann, gehe ich runter natürlich. Aber versucht euer Bestes, Hälfte haben wir schon. Guck mal, die Zeit rennt. Wie weiß ich nicht, aber es wird warm. 3, komm, 2, 1, super. Absetzen, Beine ausschütteln. Jawohl, prima. 2 Übungen noch, komm, die schaffen wir. Wieder jetzt hoch und runter und dann nochmal halten. Das ist ja ein Kinderspiel heute. Okay, 5, 4, 3, 2, 1, auf geht's, Ladies. Immer wieder hoch, nochmal hochdrücken und runter. Füße bleiben auf dem Boden. Jawohl. Versucht einen mehr wie eben. Setzt euch eure eigenen Ziele, spornt euch an. Ich sag's nochmal, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Okay, 3, 2, 1, Pause. Sehr gut. Letzten 20 Sekunden Pause und dann noch einmal oben halten. 20 Sekunden alles geben. Super. 10 Sekunden noch. Okay, auf geht's. 4, 3, 2, 1, auf geht's, Ladies, komm. Ich würde so schön sagen in der Fußballersprache, komm, Kiste hoch und oben halten. Beine bleiben auf dem Boden, super. 10 Sekunden noch, versucht noch ein bisschen höher zu drücken. Komm, fordert euch. 5 Sekunden noch. 4, 3, 2, 1, super. Pause. Ihr habt es geschafft. Es war klasse.